So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen SV Werder Bremen. Begrüße Florian Kohfeldt und Markus Weinzierl ganz herzlich vorhin auf dem Podium. Alle Kollegen, die oben auf der Pressetribüne zugeschaltet sind, natürlich auch. Herr Kohfeldt, danke schön fürs Warten. Hat etwas länger gedauert bei uns. Kein Problem. Ihre Worte zum Spiel, bitte. Ja, zunächst mal das Allerwichtigste. Herzlichen Glückwunsch an den FC Augsburg zum Klassenerhalt. Markus, dir persönlich natürlich alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Schwerer Tag für uns, ich glaube, da müssen wir nicht lange drum herum reden. Nicht nur aufgrund der jetzt entstandenen Konstellation, dass wir den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand haben, sondern auf den VfB Stuttgart angewiesen sind, respektive Schalke 04, weil die beiden gegen Köln und gegen Bielefeld spielen. Wir ein schweres Heimspiel gegen Gladbach haben, was aber durchaus auch, wo wir in der Lage sein können, das zu gewinnen. Zum Spiel selber, wir hatten alles auf unserer Seite. Wir waren auch ordentlich drin, hatten die größeren Torchancen, machen sie nicht. Spielen eine halbe Stunde in Überzahl, kassieren eine saudumme gelb-rote Karte. Beide sind aus meiner Sicht berechtigt, sowohl der erste Platzverweis als auch leider die gelb-rote Karte, das muss ich so sagen. Und dann pennen wir bei einem Standard, haben danach noch Innenpfosten, Großchance. Das 0-2 war dann am Ende unglücklich. Aber auch, glaube ich, berechtigt der Elfmeter. Von daher, hilft alles nichts. Wir müssen unseren Blick auf Gladbach richten. Das werden wir tun. Wir werden kämpfen, um in der Klasse zu bleiben. Heute hat Augsburg die kleinen Momente besser genutzt als wir. Und das müssen wir akzeptieren. Natürlich wäre es möglich gewesen, dass wir dieses Spiel gewinnen oder zumindest einen Punkt holen. Aber das haben wir uns leider insbesondere mit der gelb-roten Karte und den ausgelassenen Torchancen dann selber verbaut. Und demnach nochmal Glückwunsch an den FC Augsburg. Und wir werden kämpfen, um gegen Gladbach dann in der Liga zu bleiben. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kohfeldt. Markus, deine Worte zum Spiel. Erstmal danke für die Glückwünsche. Gebe ich gerne an die Mannschaft weiter, die es heute wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. War ein unheimlich emotionales Spiel, ein schwieriges Spiel. Wenn du nach 10, 15 Minuten die rote Karte bekommst und dann in Unterzahl bist, dann ist es schwierig vom Kopf her. Aber bis zur Hälfte haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Und dann hat uns natürlich die gelb-rote Karte geholfen, in Gleichzahl dann die zweite Hälfte zu bestreiten. War ein Riesenvorteil. Wir machen die Tore, haben das Glück auf unserer Seite bei dem Pfostentreffer. Das brauchst du auch in so einer Situation und das war halt eben so. Und deswegen freue ich mich nur über die drei Punkte und über den Klassenhalt. Und ein Riesenkompliment an die Jungs, wie sie das heute umgesetzt haben. Dankeschön, Markus. Die erste Frage kommt von Dominik Mesch von Presse Augsburg. Ja, es sind sogar zwei Fragen. Zuerst auch von mir herzlichen Glückwunsch. War eine spannende Nummer heute. Die erste Frage geht in Richtung Rhys Oxford, der in Stuttgart ziemlich schwach gespielt hat, auch stark in der Kritik gestanden hat. Heute hat aber sein Mann gestanden. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie gönnt man es denn dem Rani Khedira, der ja die Mannschaft nach der Saison verlassen wird und dann hier so ein Abschiedsgeschenk hinlegt, ist was Besonderes, oder? Definitiv. Ich meine, zur ersten Frage, Rhys Oxford hat ein sensationell gutes Spiel heute gemacht. Er hat in Stuttgart unglücklich gespielt. Da überlegst du natürlich als Trainer schon, was machst du, weil es ein junger Spieler ist. Es gibt zwei Wege, entweder du tauschst ihn aus oder du lässt ihn nochmal spielen. Und wir haben uns für die Situation eben entschieden, ihm das Vertrauen zu geben, weil er ein guter Junge ist, weil er gutes Talent ist, ein junger Spieler ist, der einfach Vertrauen braucht. Und er hat es heute zurückgezahlt in doppelter und dreifacher Manier. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er gezeigt hat. Und Rani Khedira, ja. Also, dass er das Tor jetzt macht mit links, ist auch eine besondere Geschichte und freut mich für ihn, freut mich für die ganze Mannschaft. Ich habe einfach versucht, eine Achse zu bilden, seit ich gekommen bin und da war Rani Khedira ein Fixpunkt. Und ja, er hat das Vertrauen zurückgegeben und hat es eben heute noch mit dem Treffer gekrönt. Nächste Frage kommt von Daniel Koteus. Ja, ich hoffe, ich bin zu hören. Ja. Sehr gut. Ich habe eine Frage an Florian Kohfeldt. Und zwar geht es einmal um die gelb-rote Karte gegen Christian Groß. War es in der Halbzeitpause eventuell eine Überlegung, ihn auszuwechseln, weil er ja gelb vorbelastet war und mit Kevin Möwald ja auch durchaus noch eine Alternative auf der Bank gesessen hätte? Und vielleicht daran anschließend noch, wie hart trifft euch dieses Ergebnis jetzt? Ist das eine vergleichbare Situation wie im Vorjahr nach dem vorletzten Spieltag in Mainz? Also wir haben in der Halbzeit kurz drüber gesprochen, auch mit Grosso. Grosso ist, auch wenn er jetzt noch nicht ewig lange Bundesliga spielt, einer unserer erfahrensten Spieler. Er hat
wusste, wir haben sogar die Situation angesprochen, dass nochmal die gelbe-rote Karte ist berechtigt. Aber natürlich, wenn du in Unterzahl spielst, ist es dann auch häufig so, dass der Schiri dann auch gerne so eine Situation sucht. Das war heute nicht falsch verstehen, die ist berechtigt, diese gelb-rote Karte, aber so haben wir es in der Halbzeit angesprochen, dass wir in solchen Zweikämpfen halt auch dann eine gewisse Vorsicht haben müssen. Er hat signalisiert, dass das für ihn kein Problem ist, dass er hat solche Situationen schon sehr häufig gehabt und ist unglücklich. Er muss einfach dahinter bleiben, dann geht er zur Seite weg. Auswechslung war deshalb allerdings schwierig, weil wir wussten, dass Ömer nur noch 10 Minuten maximal spielen kann, von der Luft her. Wir haben Dreierkette gespielt, das ist jetzt für Möhe nicht unbedingt dann das Thema mit Ball und von daher waren wir optimistisch, dass das über die Zeit bringt, aber hat er nicht. Und das Ergebnis trifft uns hart. Aber anders als im letzten Jahr sind wir zumindest, was die Relegation angeht, noch nicht auf jemand anders angewiesen. Das war letztes Jahr ganz anders. Allerdings, was den Klassenerhalt angeht. Und dementsprechend ist die Enttäuschung groß. Wir brauchen jetzt mit Sicherheit auch einen Tag, eine Nacht. Aber nach wie vor bin ich sehr kämpferisch, weil das bringt alles nichts, sich jetzt einzugraben oder über andere Dinge nachzudenken. Wir müssen nächste Woche dieses Spiel angehen und gewinnen. Und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Und meine Überzeugung ist nach wie vor, dass der Klassenerhalt dabei rauskommt. Klaus Bergmann von der dpa, bitte. Sie haben jetzt in zwei Spielen diesen Job erfüllt. Wie viel Last fällt bei Ihnen ab? Wie viel Emotion fällt bei Ihnen? Sehr viel, weil es natürlich sehr kurzfristig war, das Ganze, und eben wenig Zeit war, das Ziel zu erreichen. Deswegen wusste ich, dass wir die zwei Spiele jetzt nutzen sollten mit Stuttgart und Bremen. Wir wollten uns nicht auf Bayern verlassen am letzten Spieltag. Und nachdem es eine gute Leistung war in Stuttgart, wo wir uns nicht belohnt haben, war es heute schon ein sehr, sehr großes Endspiel für uns. Und dem zu gerecht zu werden und dem oder das dann erfolgreich zu gestalten, ist eine riesen Erleichterung für alle, für den Trainer, für den ganzen Verein. Markus Balschuweit von der Bild-Zeitung. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja. Es war vor der Partie, Florian, von einem Nervenspiel die Rede, so hast du das auch genannt. Musst du nach diesem Spiel konstatieren, dass Werder diesem Druck, diesem Nervenspiel nicht standhalten konnte? Und welche Erklärung hast du dafür? Ja, heute ist es so, dass wir in gewissen Phasen dann einfach nicht, nicht das Richtige gemacht haben. Ich glaube nicht, dass es insgesamt ein Nerventhema war, sondern es war dann halt in den richtigen Momenten das Richtige zu tun, so platt es sich anhört. Und wenn du mit einem Mann Überzahl bist, dann musst du den Gegner laufen lassen, dann musst du schnell spielen, dann musst du auch in gewisser Weise Dinge erzwingen. Das haben wir eine Zeit lang probiert. Dann zweite Halbzeit, wie gesagt, darfst du diese kleinen Fehler nicht machen. Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Nerven ist, sondern es war einfach schlichtweg heute viele falsche kleine Entscheidungen, die dann zum Sieg für Augsburg geführt haben. Und das haben wir nicht hinbekommen. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir keinen Einsatz gezeigt haben, dass wir irgendwie fest waren oder sonstiges, sondern wir haben alles probiert und das werden wir auch nächste Woche tun. Robert Götz von der Augsburger Allgemeinen, bitte. Herr Weinzel, es ist vom Nervenspiel gesprochen worden. Ruben Vargas hat seine Nerven nicht im Zaum gehabt. Wie haben Sie die Aktion gesehen? Und was waren Ihre ersten Gedanken nach der roten Karte schon nach 11 Minuten? Ja, dass es eine rote Karte war, weil er einfach seine Nerven im Griff haben muss. Und es hat uns natürlich getroffen, hat mir leid getan für den Burschen, der ein unheimliches Talent ist in meinen Augen, aber der wirklich eben seine Nerven nicht im Griff gehabt hat. Und dann heißt es für die ganze Mannschaft 75 Minuten oder 500, wie viel? 85 Minuten, 20. Minute war es ungefähr. 70. 90 minus 20. Ewig lange Zeit auf jeden Fall in Unterzahl zu agieren und da einen Schritt mehr zu machen und das für den jungen Burschen wieder gut zu machen, das war die Aufgabe. Er hat in der Halbzeitpause bitterlich geweint. Ich glaube, das hat jedem nochmal einen Schub auch gegeben für ihn, da mitzulaufen und nochmal mehr zu machen. Und natürlich hat uns die gelb-rote Karte dann auch gut getan, dass wir wieder in Gleichzahl waren. Aber es war heute auch ein Sieg für Ruben, der definitiv eine dumme Aktion gemacht hat. Titus Fischer, bitte. Markus, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Was sagt man der Mannschaft in der Pause, wo man einmal weniger ist, wo es immer noch 0-0 steht?
Ja, erst danke. Natürlich haben wir versucht, dann mindestens einen Punkt zu holen und im Konter eventuell das Zweite zu machen. Es war schon so, dass wir davon gesprochen haben, eben mindestens einen Punkt zu holen. Und im Konter- oder Standardsituation ist immer alles möglich, auch in Unterzahl. Und wir waren gut im Spiel, haben auch gute Standardsituationen gehabt. Von daher haben wir immer daran geglaubt, dass wir da heute was holen. Und ja, nochmal mit der gelb-roten Karte, mit dieser Aktion waren wir natürlich dann wieder oben auf. Markus Balschewaid von der Bild-Zeitung nochmal. So, jetzt. Florian, du hast in dieser Woche ganz klar gesagt, dass du den Fokus auf die kämpferische Komponente, auf Mentalität und auf Standards setzt. Jetzt hattet ihr heute eine halbe Stunde etwa in Überzahl, habt euch sehr schwer getan, spielerisch wirklich Großchancen rauszuspielen, auch das ganze Spiel insgesamt. War es vielleicht ein Fehler, in der Trainingsarbeit diese Komponente zu vernachlässigen? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Also ich sehe das auch nicht ganz so mit den Großchancen. Ich sehe es schon so, dass wir sie nicht rausgespielt haben, aber über Flanken hatten wir schon die eine oder andere Situation. Nehmen wir mal kurz vor Schluss oder, weiß nicht, kurz vor Schluss, 75. Füllkrug, der einfach alleine vom Tor steht. Josh steht alleine vom Torwart. Wir haben einen oder anderen zweiten Ball, Leo beispielsweise, Josh erste Halbzeit. Natürlich ist das so, aber es war schon so, da gebe ich dir recht, dass wir die 30 Minuten dann es nicht geschafft haben, auch wirklich spielerisch uns nach vorne zu spielen. Aber das sind Abwägungsfragen in der Trainingsgestaltung, das ist keine Frage. Ob es denn deshalb heute besser gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Aber wenn man verliert und wenn ein Spiel so läuft, dann akzeptiere ich die Frage. Ich glaube schon, dass die Schwerpunktlegung der letzten Wochen natürlich richtig war, sonst hätte ich es so nicht gemacht. Aber am Ende muss man das Ergebnis bewerten und das ist nicht gut und da gehöre ich dazu. Die nächste Frage kommt von Tim Lüdecke. Ja, ihr habt ja schon die eine oder andere Chance im ersten Durchgang gehabt. Worauf führst du das zurück, dass ihr sie heute nicht genutzt habt und vielleicht anschließend da noch immer Topak wurde nach 55 Minuten, glaube ich, vom Feld genommen. War das jetzt eine perspektivische Entscheidung oder hat er das Signal gegeben, dass es erstmal nicht mehr ging? Nein, er hat schon in der Halbzeit, haben wir schon gesprochen, dass es maximal 10 Minuten gibt. Ich habe das ja auch eben erklärt. Deshalb war auch eine Auswechslung von Grosso schwierig und eigentlich kein Thema. Von daher ist keine Verletzung, ist einfach die Luft. Der war jetzt lange raus und deshalb mussten wir ihn da leider rausnehmen. Nächste Woche wird er einen Schritt weiter sein. Das ist gut für uns. Und die Großchancen nicht zu nutzen, die eine oder andere, das ist, glaube ich, ein Stück weit auch schwer zu erklären. Das ist diese letzte Überzeugung, dass ich den jetzt mache. Die ist einfach nicht da. Das müssen wir uns erarbeiten. Das müssen die Spieler sich vor allen Dingen arbeiten. Das ist auch nur bedingt ein Trainingsthema. Das ist einfach eine Frage auch, ja, wie sie in diese Chancen reingehen. Ich kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie irgendwie läppisch sind oder Abschlüsse suchen, die nicht klar sind. Aber momentan springt er bei uns halt vom Innenpfosten raus. Das ist leider auch das Ergebnis dieses Spiels heute. Und Augsburg hat dann halt den zweiten Ball nach dem Standard und drückt ihn rein. Das ist auch die Geschichte dieses Spiels. Robert Götz von der AZ. Herr Weinzel, Sie haben vorhin gesagt, Rani Khedira war für Sie ganz wichtig in der Achse. Was hat für ihn gesprochen? Und er verlässt ja den Verein zum Beispiel am Ende der Saison und gegen Tobias Strobel. Was waren seine Qualitäten? Rani ist ein Spieler, der eine Konstante hat, wo du weißt, was du bekommst, der Qualitäten hat, der defensiv einen guten Zweikampf hat, der stabil ist. In der Luft, der gut organisieren kann, der einfach für mich ein Faktor war, den wir brauchen jetzt in den letzten Wochen, weil es um Stabilität geht. Und für mich war wichtig, einen Torwart zu haben, auf den wir uns verlassen können. Mir war wichtig, mit Urukai und mit Jeff zwei Innenverteidiger zu haben, wo einer dann leider ausgefallen ist. Aber Reese hat es dann gut gemacht und ein Sechser davor mit Khedira war für mich eine Achse, plus ein Stürmer mit Niederlechner. Oder die Achse, die eben der ganzen Mannschaft Stabilität gibt. Und so haben wir uns das von Anfang an ausgemalt und haben da aber auch noch nicht gewusst, dass Rani so gut macht und dann auch noch das entscheidende Tor schießt. Dominik Mesch, Presse Augsburg. Ja, Markus, Sie haben jetzt gerade eben nochmals die Achse angesprochen. Die haben Sie schon bei Ihrer Präsentation vor ein paar Tagen so benannt, auch von den Spielern her. Wie kommt das, dass man gleich an seinem ersten Tag so klar die Namen im Kopf hat? Auch Moravec war ja damals schon ein Thema. Und die Jungs haben heute, glaube ich, die Kohlen aus dem Feuer geholt.
Niederlechner, Moravec, Kedira, hinten Gikiewicz, das waren ja die Namen, die Sie damals auch schon genannt hatten. Ja, aber ich glaube, dass es wichtig ist in so einer engen Situation, dass du dich festlegst. Und mein Vorteil war, dass ich viele Jungs schon gekannt habe, dass ich die Mannschaft auch relativ in der Summe gut einschätzen konnte, weil ich viele Spiele gesehen habe. Und deswegen war für mich relativ schnell klar, was die Achse sein wird. Und nochmal, da macht es dann auch keinen Sinn, viele Experimente zu machen, sondern sich festzulegen und eben dann der Achse dieser Mannschaft dann auch Vertrauen zu geben. Das habe ich gemacht, auch mit der Aufstellung heute eben nicht zu wechseln, sondern die gleiche Aufstellung zu bringen wie letzte Woche. Und das hat der Mannschaft die Sicherheit gegeben. Und natürlich lebst du dann als Trainer auch von guten Typen. Das sind Daniel Caligiuri, diese Entscheidung, diese Situation dann so professionell aufnimmt und seine Leistung bringt und heute auch noch den Elfmeter dann verwandelt. Das ist der Charakter der Mannschaft. Das sind die Typen, die einfach gut sind und von diesem Charakter, von diesen Typen lebt der FC Augsburg. Zum Abschluss nochmal Markus Baltscheweit von der Bild-Zeitung. Ja, Florian, ihr habt jetzt in den letzten 9 Spielen nur einen Punkt geholt und seid auf Platz 16 runter. Was macht jetzt überhaupt noch Hoffnung und wäre die Relegation unter diesen Umständen, die wir jetzt haben, mittlerweile ein Erfolg? Ja, ich glaube, das ist jetzt heute nicht der Tag, um eine große Analyse zu starten. Wir haben jetzt ein Spiel vor uns. Wir müssen kämpfen, wir müssen eine Mentalität an den Tag legen und wir müssen versuchen, mit einfachen, aber klaren Mitteln nächste Woche zum Erfolg zu kommen. Und nochmal, wenn wir heute gar keine Torchance gehabt hätten, hätte ich gesagt, ja, okay, aber es war ja jetzt auch nicht aus der Welt, dass wir dieses Spiel hier heute gewinnen. Und dementsprechend müssen wir daran uns weiter aufbauen. Es ist alles, was war. Es war nicht alles gut, natürlich nicht. Es gibt viele Umstände, die einfach ärgerlich sind, die auch für alle Beteiligten nicht einfach zu akzeptieren sind. Aber wir müssen das jetzt alles ausblenden und müssen uns auf dieses Spiel vorbereiten. Das ist das, was unsere Aufgabe ist. Mehr gibt es da heute so direkt nach dem Spiel auch nicht sozusagen. Ganz zum Abschluss gehen wir nochmal zu Robert Götz von der AZ. Reinze, wie ist Ihnen gelungen, so viel Nervenstärke in die Mannschaft zu bringen? Denn das war ja, glaube ich, nach 11 Minuten eine ganz schwierige Situation, nur noch zu 10. Aber da den Glauben an sich selber zu behalten, das war ja vor Ihrer Zeit, hat man das bei der Mannschaft nicht mehr so gemerkt. Was ist Ihnen da in den Wochen jetzt, wie ist Ihnen das gelungen? Ich habe versucht, eine Achse zu bauen und dadurch gleichzeitig eine Hierarchie zu finden und einfach Abläufe reinzubekommen. Und das hat uns heute auch irgendwo geholfen. Natürlich haben wir auch Glück gehabt. Florian hat es angesprochen mit dem Pfostentreffer, das brauchst du auch. Aber wenn die Leistung oder wenn die Achse stimmt, wenn die Automatismen stimmen, dann hast du auch eben die Situationen auf deiner Seite. Und so bin ich die Sache angegangen. Und das hat die Mannschaft eben gut gemacht, in Unterzahl da. Es so zu regeln war nicht einfach. Es war auch sehr emotional. Ich glaube, wenn heute Zuschauer dabei gewesen wären, dann wäre es ein sehr, sehr hitziges, noch hitzigeres Spiel gewesen oder geworden, wie es war. Aber da hat die Mannschaft kühlen Kopf bewahrt und nochmal, es waren klare Abläufe festgelegt und die haben uns geholfen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Unseren Gästen nächste Woche viel Erfolg und jetzt eine gute Heimfahrt. Tschüss. Ihnen allen noch schönen Abend, schöne Feier.